Viele von euch kennen ja mein Lieblingsspiel Neko Azume auf dem Handy. Die App ist wirklich super, super niedlich, handelt davon, dass man kleine Katzen sammelt in seinem Garten und die als Fotos speichert. Und man kann ihnen immer Futter hinstellen und der neue Goodies kaufen. Und ich liebe dieses Spiel, ich bin total versessen darauf. Und ja, heute zeige ich euch, wie wir diesen kleinen süßen Fratz im Eimer machen. Viel Spaß! Um es für euch etwas einfach zu halten, habe ich mich für Snowball entschieden. Snowball ist normal weiß und deswegen sehr einfach zu machen. Wir benötigen nur drei Farben: rosa, weiß und ein bisschen schwarz. Und als erstes beginnen wir damit, das rosa weich zu kneten und es dann in eine Zylinderform zu rollen und damit einen kleinen Eimer zu gestalten. Weil es jetzt noch langweilig aussieht und wir noch einen Eimerrand haben wollen, rolle ich jetzt dieses kleine Stück rosa und lege es einmal drumherum. Mit dem Drumherumwickeln versuche ich jetzt so ein bisschen in die richtige Größe zu schneiden. Das ist gar nicht so einfach, lasst euch da Zeit und probiert ein bisschen rum. Und weil die beiden Enden jetzt hässlich miteinander verbunden sind, versuche ich sie ein bisschen zu verstreichen und nehme dafür das Dotting-Tool. Lasst euch damit Zeit und versucht das ein bisschen ordentlich zu machen und auch aufzupassen, dass es nicht zu groß wird oder sich sehr stark verformt. Ich musste hier auch mehrere Anläufe probieren, also seid da nicht entmutigt, wenn es nicht beim ersten Mal gleich klappt. Für den Henkel vom Eimer benutzen wir einfach ein bisschen Weiß, indem wir das auch zu einem kleinen Würstchen rollen. Und damit ist unser Eimerchen auch schon fertig und wir widmen uns jetzt Snowball, der weißen Katze, und rollen so lange den Kopf in den Händen, bis wir kein rundes Stück, sondern eher ein ovales Stück bekommen. Und die Katze braucht natürlich Ohren und deswegen schneide ich zwei gleich große Stücke ab und forme sie in meinen Fingern so ein bisschen wie in meinen anderen Tutorials ein Blatt. Und ja, das wären die kleinen spitzen Öhrchen. Positionieren wir uns die an den Kopf, und zwar so, dass sie in etwa dieselbe Höhe haben, und verblenden sie dann anschließend mit dem Dotting-Tool. Jetzt wird es etwas knifflig. Jetzt brauchen wir zwei kleine Kügelchen in Schwarz und ein bisschen für den Mund. Hier setze ich mir mit dem Dotting-Tool schon mal zwei Augen, damit ich genau weiß, wo ich sie positionieren muss. Und dann fange ich an, die kleinen Kugeln zu machen und die Nase und den Mund zu formen. Damit es einfacher ist, pieke ich mit dem Nieststift von oben rein, um mir das Loch schon mal zu machen, und drehe ihn dann erst um, um dann den Kopf aufzusetzen. So ist es einfacher, als wenn ihr alles in allem macht. Ja, und auch den Kopf habe ich vorgestochen und so verhindert man nämlich, dass es sich vielleicht dann komplett verformt. Ja, zusammensetzen und jetzt könnt ihr es in den Ofen packen und backen. Und nachdem unser Snowball nun gebacken und abgekühlt ist, können wir noch weiter bearbeiten.
Und weil bei mir genauso wie bei euch die ganzen Staubfussel hängen, besonders im weißen Fimo, werde ich jetzt das mit dem Cuttermesser noch ein bisschen wegkratzen und mit einer etwas stumpferen Nagelfeile, die nicht mehr ganz so frisch ist, dann nochmal drüber feilen. Und nun fehlt eigentlich nur noch der Schutzlack und dann ist unser kleiner Snowball auch schon fertig. Anschließend wollen wir ja einen Anhänger draus machen und was wir dazu brauchen, seht ihr hier im Bild. Als erstes kürze ich den Nietstift und rolle ihn mir dann zu einer Schlaufe. Ja, und dann könnt ihr alles Mögliche an Deko dranhängen. Ich verziere ihn jetzt noch ein bisschen mit Perlen, indem ich die mir hier aufrolle und dann anhänge und einer Schleife und natürlich mit einem Handyband. Jetzt dekorieren wir unseren Snowball einfach nur noch und wenn unser Anhänger dann fertig ist, dann können wir ihn benutzen und zwar für unseren Kalender, Schminkmäppchen, Federmäppchen, Schlüsselanhänger oder ans Handy. Und ich finde, er ist super süß geworden. Ich hoffe, er gefällt euch auch so gut. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen und wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Neko Azume DIYs habt, dann hinterlasst dem Video gerne einen Kommentar oder gebt ihm einen Daumen nach oben. Alle Angaben zu Material und Informationen findet ihr wie immer in der Infobox. Klickt da nochmal rein. Schaut nochmal auf den Videos vorbei, die ich euch hier nochmal verlinkt habe, wenn ihr noch nicht genug zum Basteln gesehen habt. Und ja, wenn ihr noch nicht genug habt, schaut nochmal auf Snapchat vorbei, da bin ich gerade aktuell am Vloggen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.